Ich komme gerade aus dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages, wo die Koalitionsfraktionen heute einen Tagesordnungspunkt aufgesetzt hatten zu den Vorkommnissen rund um das Treffen in dem Hotel in Potsdam im letzten November. Sie erinnern sich, die Korrektivberichterstattung. Dazu war insbesondere heute geladen der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also eine Sache, die hoch aufgehängt ist. Und wir haben uns jetzt natürlich erhofft, dass ganz interessante Informationen die Oberfläche erreichen, die vielleicht auch mal was mit den Fakten zu tun haben. Deshalb lassen Sie mich gleich Ihnen sagen, der Verfassungsschutzmann hat gleich eingangs in seinem Statement betont, dass dem BFV, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, keine eigenen Erkenntnisse zu dem Treffen vorliegen. Die wussten, dass es stattfindet. Inhaltlich könnten sie nichts dazu sagen. Er könne sich äußern zu einigen der teilnehmenden Personen. Nun, das nimmt nicht Wunder. Der bekannte IB-Aktivist von der Identitären Bewegung, dessen Äußerungen dort Anlass gegeben haben zu vielfältigen Interpretationen, ist sicherlich im Radar der Behörden. Und vielleicht noch die ein oder andere Person, ein AfDler, wurde ausdrücklich nicht benannt. Was er ebenfalls gesagt hat, ist, dass der Gesprächskreis, der sich dort trifft, und das war wohl nicht das erste dieser Treffen, ebenfalls für den Verfassungsschutz keine verfassungsschutzrelevante Versammlunggröße ist. Das heißt, es ist offenbar mit Verfassungsschutzsiegel möglich, prinzipiell dort erst einmal teilzunehmen. Jetzt ist es so, dass insbesondere was den Begriff und die Ausdeutung des Begriffes Remigration angeht, Folgendes festzustellen ist. Remigration, das sagt schon die Bundeszentrale für politische Bildung, ist erstmal das Gegenteil von Immigration. Immigration, Ein- oder Zuwanderung in ein Land. Remigration, wenn es nicht aufenthaltsberechtigte Personen sind, dann gibt es Abschiebungen, Rückführungen, die wandern dann zurück. Remigrieren, das Gegensatz zu immigrieren. Soweit so harmlos. Die Stellungnahmen des IB-Aktivisten rund um das Treffen lassen vermuten, dass er auch dort einen weit über diese normale, von der AfD geteilte Begriffsverwendung in seinen persönlichen Vorstellungen hinausgeht. Und nun, jetzt kommt das Entscheidende. Niemand hat behauptet, niemand konnte und dürfte belegbarerweise behaupten, dass irgendeiner der anwesenden AfD-Vertreter sich diese übersteuerten Interpretationen, um es mal vorsichtig zu formulieren, des IB-Aktivisten, des Begriffes der Remigration, dass irgendein AfD-Vertreter die seinerseits sich angeeignet hätte, sie bekräftigt hätte, sie affirmiert hätte, sie übernommen hätte. Das heißt, die Verbindung, die immer suggeriert wird, und das fand natürlich heute auch durch die anderen Fraktionen wieder statt und auch in ihren nachfolgenden Statements, dass allein aus der Teilnahme in einem nach Verfassungsschutzauskunft offenbar harmlosen Kreis nach Vortrag einer, sagen wir mal, extremen Ansicht eines der vielen Vortragenden dort, dass daraus folge, dass andere Zuhörer, die über ganz andere Dinge gesprochen haben, diese etwa teilen würden, die ist aus der Luft gegriffen und wird nicht einmal vom Deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz mitgetragen, mitbehauptet. Das heißt, der Nexus, der immer hergestellt wird, dort der IB-Aktivist, hier die AfD, und deshalb seien die Forderungen nach Rückführungen nicht aufenthaltsberechtigter Personen zu sehen in einem Framing von Deportationen und was dergleichen mehr sein mag, finden überhaupt keinen Beleg nach den eigenen Erkenntnissen des Bundesamts für Verfassungsschutz, dass sie irgendwie geteilt worden wären von Mitgliedern der dort anwesenden AfD-Vertreter. Deshalb ist es so wichtig, dass dieses sozusagen negative Ergebnis, dieses Nicht-Ergebnis dieses Zusammenhangs, was in der Sache ja ein positives Ergebnis ist, bekannt wird, wahrgenommen wird, rezipiert wird. Deshalb lassen Sie es mich abschließend noch einmal betonen, auch nach der Sitzung des Innenausschusses unter Beteiligung des Bundesamts für Verfassungsschutz wollte niemand belegbarerweise behaupten, dass die AfD
eine nicht gesetzeskonforme Interpretation von Remigration etwa mittragen würde.